Hallo und willkommen zurück zum Python Tutorial. Heute geht es wieder weiter mit Multithreading und zwar genauer gesagt mit Logs. Bevor wir uns aber angucken, wie man mit Logs arbeitet, gucken wir uns erstmal an, wofür man Logs überhaupt braucht. Dafür importieren wir natürlich erstmal wieder Threading und ich importiere auch gleich mal Time, falls wir mit Time.7 arbeiten wollen und mache dann eine dev do work. In dieser DevDoWork sagen wir einfach mal, dass wir einen Global X haben, auf das wir zugreifen und dieses dann auf 5 setzen. Im wirklichen globalen Bereich machen wir jetzt auch dieses X direkt und setzen es erstmal standardmäßig auf 0 und erstellen uns jetzt hier einfach mal ein Thread. T ist gleich threading.thread von target ist gleich DoWork und starten den Thread. So, jetzt machen wir eine if-Anweisung, if x kleiner 2, print x zum Beispiel. Und am Ende geben wir einfach nochmal aus print finished. So, wenn ich das hier jetzt ausführe, dann sehen wir, dass hier nur unser finished ausgegeben wurde. Das heißt, im Prinzip hat unsere if-Anweisung hier false gegeben, was ganz einfach daran liegt, dass bevor wir dort angekommen sind, der Thread, den wir hier gestartet haben, unser x auf 5 gesetzt hat. Allerdings muss das nicht zwangsläufig auch so sein, wenn ich hier nochmal draufklicke. Denn Threads arbeiten ja parallel, beziehungsweise in Python zwar auch abwechselnd, aber trotzdem hat man keinen Einfluss darauf, wann und wie und wo sie sich abwechseln. Das heißt, es kann genauso gut passieren, dass unser x noch nicht verändert wurde, die if-Anweisung hier true ergibt und wir unser x dann ausgeben. Das ist, sage ich mal, die zweite Variante. Und beide Varianten sind in erster Linie kein Problem. Allerdings gibt es auch eine dritte Variante und die ist tatsächlich ein Problem. Und zwar könnte es passieren, dass wir hier if x kleiner 2 machen, bevor unser x auf 5 gesetzt wurde, somit das Ganze hier true ergibt und wir in die if hier springen. Dann allerdings, bevor wir hier weitermachen, unser x im zweiten Thread auf 5 gesetzt wird und wir es danach erst ausgeben. Und das kann tatsächlich sehr problematisch sein, wenn wir uns darauf verlassen, dass innerhalb unser if das x wirklich kleiner als 2 ist, was bei 5 ja eindeutig nicht mehr der Fall ist. Und hier kommen Logs ins Spiel. Dafür sagen wir einfach mal L ist gleich threading.log. Also wir erstellen uns hier erstmal einfach einen Log und speichern ihn in L. Hier noch einmal eine kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar muss ich das L ist gleich threading.log eigentlich machen, bevor ich den Thread starte. Denn ansonsten kann ich mich ja nicht darauf verlassen, dass ich das Ganze auch im Thread verwenden kann, dass es da schon existiert. Also für euch in Gedanken einfach L ist gleich threading.log mit t.start vertauschen. Dann passt das Ganze hier wieder. Und verwenden tut man diesen Log jetzt relativ simpel. Einfach überall, wo man mit x arbeitet, sagt man vorher l.acquire und nachher l.release. Und das gleiche machen wir auch hier oben. Wir sagen vor dem x gleich 5 l.acquire und danach l.release. Und im Prinzip haben wir das Problem jetzt schon gelöst. Denn ein Log funktioniert ganz simpel. Wenn es an einer Stelle acquired wurde und an einer anderen Stelle auch versucht, acquired zu werden, dann muss die zweite Stelle warten, so lange bis die erste wieder freigegeben wurde. Das heißt, im Klartext, angenommen, dass das Ganze folgendermaßen durchgespielt wird, wir starten den Thread, sagen dann im Main-Thread hier l.acquire, dann kommt aber der zweite Thread und sagt auch l.acquire, dann muss der zweite Thread hier leider feststellen, dass l schon acquired ist und wartet. Währenddessen kann der Main-Thread dann seine Aufgaben hier erledigen und sagt am Ende l.release. Danach freut sich der zweite Thread, weil er aufhören kann zu warten. Das heißt, danach erst sagt der zweite Thread, x ist gleich 5, hat natürlich dann vorher wieder selbst acquired und danach kann er selbst wieder releasen und dann kann zum Beispiel der dritte Thread damit weiterarbeiten. Okay, so ist erstmal die Grundidee. Gut, ich mache das Ganze hier mal ein bisschen einfacher, damit wir ein bisschen damit rumspielen können. Den Thread hier zum Beispiel brauchen wir jetzt nicht mehr, ich starte ihn einfach mal nicht. Das x brauchen wir auch nicht, das hier auch nicht. Und hier sage ich einfach mal print acquired. Und hier print released. Gut, wenn wir das jetzt machen, dann wird einfach acquired und released ausgegeben, denn da ist ja kein Problem. Zuerst kann ich es nehmen und danach wieder weggeben. Was allerdings problematisch wird, ist, wenn ich sage zweimal l.release, denn in dem Fall würde das Ganze hier einen Fehler schmeißen, also eine Exception, denn ich kann nur dann l.release aufrufen, wenn es auch schon acquired wurde. Dagegen kann man sich aber absichern, indem man vorher einfach sagt, if l.locked, dann l.release. Im Normalfall sollte man sich eigentlich sicher sein, ob das Ganze acquired ist oder nicht, aber wenn man es sich nicht ist, dann kann man das damit machen. Also in dem Fall hier wieder ganz normal acquired, released. Also ich kann mir das Print hier auch nach rechts schieben. Dann seht ihr, wird das immer noch ausgeführt.
Was natürlich genauso schwierig ist, ist, wenn ich sage, dass ich zweimal acquiren will, auch wenn es im gleichen Thread ist, dann blockt das Ganze natürlich. Das heißt, wir kommen hier einfach nicht weiter. Das hier wird acquired, bei dem hier versucht es auch nochmal, merkt dann aber, ist schon acquired, also kann er nicht weitermachen. Dieses Programm hier wäre jetzt ein sogenannter Deadlock. Das bedeutet, wir haben acquired, vergessen zu releasen zum Beispiel, versuchen dann nochmal zu acquiren und sind dann in einer ewigen Schleife, denn es kann jetzt nirgends released werden. Alle Threads, in diesem Fall nur einer, hängen fest. Deadlocks sind, sage ich mal, wenn es um Locks geht, ein großes Problem. Und da kann ich auch gleich schon mal sagen, dass es im nächsten Video um etwas gehen wird, was einem da ein bisschen Abhilfe schafft. Denn es ist natürlich auch problematisch, wenn ich jetzt hier nur einmal acquire, dass hier jetzt zum Beispiel irgendeine Funktion ist, das Ganze hier. Und dann, bevor ich wieder release, eine Exception kommt, die dann außerhalb der Funktion abgefangen wird und ich deswegen nie dazu komme zu releasen, weil ich das dann dort in dem Try-Catch nicht mache. Das kann bei komplizierteren und größeren Programmen schnell mal passieren. Darum geht es im nächsten Video, wie man sowas vermeidet. Wie dem auch sei, darum soll es jetzt erstmal noch nicht gehen. Jetzt gucken wir uns erstmal kurz an. Es gibt auch eine Variante, wie man l.acquire zweimal im gleichen Thread aufrufen darf. Und zwar, wenn wir keinen threading.log, sondern einen rlog nehmen. Der arbeitet nämlich rekursiv. Wenn ich das hier jetzt ausführe, dann seht ihr, dass es erstmal einen Fehler gibt, weil das hier dann beim rlog nicht existiert. Das heißt, das müssen wir wieder wegmachen. Und wenn ich es jetzt nochmal ausführe, dann seht ihr, dass das Ganze ganz normal durchrennt, obwohl ich jetzt zweimal acquire. Das Ganze funktioniert aber auch nur so lange, solange diese beiden acquires im gleichen Thread sind. Also ein rlog ermöglicht es, in einem einzigen Thread mehrfach zu acquiren. Wenn ich jetzt hier in doWork sage, dass ich auch einen l.acquire aufrufe und hier einfach mal sage print doWork acquired. Hier mache ich jetzt erstmal ein acquired wieder weg. Sage natürlich t.start und hier mache ich nochmal ein time.sleep, damit wir uns auch sicher sein können, dass das Ganze zur gleichen Zeit versucht auszuführen. Also, damit wir es auch wirklich sehen können, bevor es wieder released wird. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, doWork hat zuerst acquired, was natürlich schlecht ist. Ich habe es genau andersherum geplant. Allerdings seht ihr hier, ich habe schon wieder einen Deadlock erzeugt, weil ich jetzt hier natürlich nicht release, was wir allerdings am besten mal machen sollten. Übrigens, falls ihr das jetzt hier auch nachmacht, ihr müsst dann manchmal zweimal hier auf Stop drücken, weil dann die verschiedenen Threads gestoppt werden. Also hier noch l.release und hier mache ich mal das gleiche, time.sleep eine Sekunde. Und hier seht ihr jetzt, es kann nur eins gleichzeitig acquired werden, es dauert dann jeweils eine Sekunde, weil er darauf wartet, dass das andere wieder released wird. Ich kann allerdings sagen, dass ich hier, das machen wir mal wieder weg, dass ich hier zweimal acquire, wenn ich im gleichen Thread bin, muss dann aber, das habe ich euch bisher verschwiegen, auch dafür sorgen, dass ich zweimal wieder release. Denn wenn ich jetzt hier sage, einmal nur l.release, hier sage, time.sleep eine Sekunde, dann l.acquire und dann zum Beispiel print, sage ich aber mal wieder doWork acquired, dann werdet ihr sehen, dass hier dass doWork acquired niemals ausgegeben wird, weil er hier immer noch wartet, weil er hier darauf wartet, dass es noch ein zweites Mal released wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage l.release wieder, ein zweites Mal, weil ich auch zweimal acquired habe, dann dauert es kurz und dann kommt hier auch doWork acquired. Okay, ich denke, das soll es dann für heute auch erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe vor allem zum Schluss mit dem ganzen Hin und Her mit Acquire und Release habe ich euch jetzt nicht zu sehr verwirrt. Ansonsten, falls da noch Fragen offen sind, gerne in die Kommentare damit. Dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!